schönen guten Morgen von meiner Seite. Und ein großes Dankeschön an unseren Host, der Herr Kugelbahn, dass wir heute plaudern dürfen. Herr Messedirektor Christian Meyerhofer, warum ist die Interalpin die Weltleitmesse für alpine Technologien? Ja, das ist ganz einfach gesagt, weil sich die ganze Welt der seilbahn Industrie für Winter- und Sommerbetrieb hier in Innsbruck trifft. Das sind dann auf der Besucherseite erwartete 27.000 Besucher, es sind über 650 Aussteller und wir haben eine extrem hohe Internationalität hier und sehen hier entsprechend, ja, alle Innovationen, die der Markt bereit hat, alle Technologieführer sind da. Also man hat hier wirklich alles auf einem Punkt. Was bedeutet denn die Internationalität der Interalpine für den Standort Tirol und auch für das Sportland Tirol? Ja, diese Internationalität dieser Messe, also der Interalpin in Innsbruck, ist natürlich für das Land Tirol wirklich wichtig und hat eine große Bedeutung, weil wir sehr viele Nationen, ich glaube über 90 Nationen hier in Innsbruck im Land Tirol haben. Das ist zum einen natürlich eine Möglichkeit, uns zu präsentieren als Land Tirol, wo wir als Land sozusagen des Sportes, aber als Land vom Wirtschaft- und Tourismusstandort Präsentationen machen können. Aber ganz wichtig natürlich für viele Firmen hier, viele heimische Firmen, die ihre Produkte hier zur Schau stellen können. Und nachdem wirklich die ganze Welt zu Gast in Innsbruck ist, haben wir hier sehr viele Möglichkeiten. Der Standort Innsbruck ist, könnte man auch so übersetzen, Bauer trifft Bauer vor Bauder. Also Bauer trifft Bauer, ist relativ einfach übersetzt. Wir haben die zwei größten und maßgeblichen Seilbahnhersteller der Welt. Einmal in Österreich, in Delfzen mit Leitner und in Sterzing. Als Tiroler können wir sagen, das ist unsere Tiroler Firma. Als Österreicher sind wir natürlich auch stolz, dass der Doppelmayr seinen Sitz in Wolfurt hat. Und um diese beiden Flaggschiffe herum gibt es einen Haufen kleine Boote, angefangen von Schneekanonen bis Pistenraupen, bis zum Ticketing, bis zum weiß nicht wie viele Firmen, die rundherum dort sind und die alle hier am Standort in Innsbruck ausstellen und die also wirklich das Neueste, den Überblick über die Seilbahnwirtschaft geben. Ja, welche neuen Programmpunkte gibt es denn dieses Jahr auf der Interalpin? Ja, nebst den Weltneuheiten gibt es eben auch einiges an Themen. Wir bieten heuer erstmals die Interalpin Inspiration Days, wo es sehr viel Inhalt gibt zum Thema Digitalisierung, Innovationen, Marketing. Und zum Beispiel, was wir auch haben von den Gebrüdern Scheiber, Attila und Alban, die haben uns einen Teil ihrer Sonderausstellung auf die Messe transferiert, historische Schneefahrzeuge, und auch das gibt es auf der Messe zu sehen. Also nebenbei noch ein bisschen schmunzeln, wie war es denn früher mal vor 50, 60 Jahren, das älteste Gerät ist glaube ich 70 Jahre sogar, und wie schaut es jetzt aus, kann man direkt den Vergleich ziehen. Ne?